Exponentielles Wachstum ist heimtückisch. Es bedeutet, wenn eine Intensivstation nach 10 Tagen halb voll ist, ist sie nach weiteren 10 Tagen ganz voll. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die aktuelle Entwicklung jetzt schnell und entschlossen brechen. Deshalb ist es wichtig, dass wir weiter schnell reagieren können. Und deshalb dieser Gesetzentwurf. Und dass man um einzelne Maßnahmen streiten kann, das sehe ich auch so. Und dass natürlich Bereiche wie die Gastronomie, Kultur, Veranstaltungen schon seit Beginn dieser Pandemie in Schwierigkeiten ist. Dass jetzt entscheidend ist aber, dass wir Kontakte insgesamt reduzieren. Kaum eine Woche später kommen Ihnen dann offenbar doch Bedenken und Sie legen einen Gesetzentwurf vor. Es ist aber eine Überraschung, dass er nicht etwa zum Ziel hat, das Parlament an der Diskussion um geeignete Maßnahmen der Pandemiebekämpfung zu beteiligen. Nein, Sie legen ein rechtspolitisches Feigenblatt vor, um bereits getroffene Entscheidungen nachträglich zu legitimieren. Das geht hart an die Grenze der Missachtung des Parlaments. Und erinnern wir uns, die Zahl von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern, die ist entstanden nicht aus epidemiologischer Sicht. Es ist eine rein politische Setzung, die sich orientiert an der Personalausstattung der Gesundheitsämter. Anders gesagt, statten wir die Gesundheitsämter besser aus, müsste auch eine andere Zahl von Inzidenz zur Grundlage genommen werden. Der Schwellenwert von 50 ist im Übrigen recht schnell erreicht. Ja, lachen Sie nur. Lachen Sie nur. Lachen Sie nur. SPD kann ja lachen. Es geht um Freiheitseinschränkungen für die Menschen und Verfassungsfragen. Jetzt, 8 Monate später, wird wieder massiv in Grund- und Freiheitsrechte eingegriffen, und zwar ohne Beteiligung der Parlamente, ohne erkennbare Strategie und ohne eine Überprüfung der Wirksamkeit und der Auswirkung der Maßnahmen. Und das geht so nicht weiter.